Für mich war Nachhaltigkeit schon immer sehr wichtig. Die Rebe ist eine mehrjährige Pflanze. Wenn man also eine neue Parzelle anlegt, muss man sich 30 bis 40 Jahre in die Zukunft projizieren. Es ist daher unerlässlich, das Anbaugebiet und seine Ressourcen zu pflegen und auch für die nächste Generation zu sorgen. Ich bin Chefwinzer und kümmere mich um die Pflege der Weinberge, um die Kellerei und auch um die Vermarktung des Weines vor Ort. Der Schweizer Weinbau ist sehr heterogen, was sich von einem Betrieb zum anderen enorm verändern wird. Auf dem Château de Châtaigneraie haben wir zum Beispiel 20 Hektar mechanisierte Flächen, die es uns ermöglichen, einen großen Teil des Weinbergs biologisch zu bewirtschaften. Hinsichtlich der Ressourcenschonung haben wir also bereits große Anstrengungen unternommen. Demgegenüber haben wir nicht viele interessante Flächen förderlich für die Artenvielfalt. Deshalb müssen wir diesen Punkt verbessern. So haben wir bereits begonnen, mehrere ökologische Nischen auf den Grundstücken zu installieren. Auf anderen Anbaugebieten könnte es sein, dass die Bemühungen umgekehrt sind, dass es mehr darum geht, auf der Ebene der Ressourcenschonung etwas zu machen, als die Artenvielfalt zu fördern. Ich freue mich sehr auf die Ernte 2021 und bin stolz, ein Teil dieses Projektes zu sein. Die nachhaltige Entwicklung und der Erhalt der Artenvielfalt ist eine echte Herausforderung für die Zukunft des Weinanbaus. Und das IP Swiss Label wird uns helfen, diese Herausforderung zu meistern.